I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. 60ern 12 zu sein. Entspricht heute, 20 zu sein. Wir hatten keine Helikoptereltern, die uns wie Porzellanpüppchen behandelten. Die Narbe? Wir spielten. Folgt dem Führer. Während der Pause. Auf einer alten Baustelle. Das Mundwasser? Eine Tasse. Und du fliegst beim Pusten durch. Dean, fahr mit dem Rad zum Laden. Und hol mir Zigaretten. Dazu muss ich wohl nichts sagen. Meine Mom legte mir zwar noch meine Klamotten raus. Aber diese Polyester-Sachen. Aus reinem Erdöl? Ständig gingen Kids in Flammen auf. In die Kirche zu gehen, gehörte dazu. Das ist jetzt anders. Die Schwarze Kirche ist die wichtigste Institution der amerikanischen Geschichte. Ein Zuhause für Schwarze, die sich in schlechten Zeiten vereinten. Ein soziales und politisches Zentrum, das Historisches hervorbrachte. Und die Trainingsstätte für Generationen von Führern und Entertainern. So vieles, was die schwarze Kultur einzigartig macht, hat die Wurzeln in der schwarzen Kirche. Ich wuchs zu einer Zeit auf, wo es klar war, dass man jeden Sonntag in die Kirche ging. Alle drei langweiligen Stunden lang. Wenn die Heiligen einmarschieren. Oh, wenn die Heiligen. Oh, wenn die Heiligen. Einmarschieren, einmarschieren. Oh, wenn die Heiligen. Oh, wenn die Heiligen. Einmarschieren, einmarschieren. Möchte ich dabei sein, Herr. Schwester Pitts erliegt. Jeden Sonntag pünktlich dem Geist. Das bedeutet, wir sind auf der Zielgeraden. Ja. Amen, Amen. Bevor wir schließen, möchte ich noch ein paar wichtige Dinge ansagen. Wir brauchen noch Freiwillige, die diese Woche Hilfsbedürftige besuchen. Meldet euch bei Schwester Pitts. Amen. Unser Lock-in für die Jugend steht kurz bevor. Amen. Dieses Jahr ist meine Tochter Charlene dabei. Ich mache die Aufsicht. Amen. Amen. Ich freue mich auf die Gelegenheit, hier in der Kirche Jugendlichen zu begegnen. Amen. Und ich hoffe, ihr seid bereit, denn ich kann jetzt tollen Kartoffelbrei machen. Stimmt doch, oder, Charlene? Wir haben doch jeden Sonntag schon Lock-in. Das wird total lustig. Dean, wir suchen deinen Schlafsack. Für den Lock-in. Den Kirchenknast? Hey, achte auf deine Worte. In deinem Alter entdeckte ich im Kirchenchor meine Liebe zur Musik und Pfefferminz. Ich war Lehrerin der Sonntagsschule. Solange ich denken kann. Beim Lock-in kann man sich überlegen, wo man wirklich hingehört. Genau. Denn mein Heim in der Kirche ist die Medaille, die alle bekommen. Kim war im Lock-in und fand ihn super. Erzähl deinem Bruder, was er sonst verpasst. Ich habe mich im Lock-in total gut amüsiert. Ich bekam in der Nacht meinen ersten Kuss. Wie bitte? Craig Westfield. Ich war total verknallt in Craig und Kimberly Lynette Williams. Wir haben wohl die Mittelnamen nur, um zu wissen, es wird brenzlig. Was? Jungs und Mädels übernachten. Zum ersten Mal ohne Eltern. Der Pastor schläft sofort ein, wenn das Licht ausgeht. Was meint ihr wohl passiert? Wer ist dieser Craig? Dad, das war vor 5 Jahren. Nachname Westfield? Wo ist das Telefonbuch? Hey, ich war das nicht allein.
Craig und ich waren nicht die einzigen in der Nacht. Wer war noch dabei? Plötzlich erschien mir der Lockin in einem ganz neuen Licht. Wenn in einer Kirche nachts eingesperrt zu sein, bedeutete, Mädels zu küssen. Könnte ich meinen ersten Kuss mit Kaiser haben? Dann gibt es Gott vielleicht doch. Entspannt mal. Wenn Kim im Hause Gottes einen kleinen Minimann küsst, dann ist das zwischen ihr und Jesus. Mama, wenn ich's genau überlege, sollte ich doch zum Lockin gehen, damit ich Gott näher komme. Wollen wir wirklich, dass Dean zum Lockin geht? Nach dem, was Kim gerade erzählt hat. Warum nicht? Komm, wir reden hier nur von Dean. Ja, das nur von Dean taugte nicht als Kampagnenslogan für mich als Sechstklässler und ist immer noch Mist. Wisst ihr was? Ich könnte auch als Aufsicht mitkommen. Warte, wozu das denn? Hier gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ich habe schon ewig nicht mehr in der Sonntagsschule unterrichtet oder was in einem Kirchenkomitee getan. Wenn du dort mitmachen sollst, dann gilt das für mich auch. Außerdem macht es Spaß, wenn wir gemeinsam dort sind. Ja, Mama hat ihre ganz speziellen Blockmethoden. Ja, lustig. Mein kleiner Mann und ich. Wunderbare Jahre. Meine Freunde mussten hören, was meine Schwester zum Lockin erzählt hatte. Das würde sie umhauen. Ich war gern mit Hampton zusammen, weil er so uncool war, dass ich dagegen wie Sidney Poitier wirkte. Und dann war da Norman. Ihm etwas Neues zu sagen, fühlte sich gut an. Denn er war mein Freund, der alles wusste, was Erwachsene anging. Erst viel später stellte sich raus, er wusste gar nichts. Kim hat gesagt, beim Lockin knutschen alle rum. Ernsthaft? Wenn ich sie mitnehmen wollte, war das mein Verkaufsargument. Mit Licht aus. Hey, ich bin dabei. Ich auch. Ich ebenfalls. Meine Mom sagte, es gäbe ein Bibelquiz. Wir machen sie fertig. Nein, Hampton. Wir gehen wegen der Mädels hin. Die Mädels. Ja. Das ist der Ablauf heute Abend. Wie ihr seht. Viel Lustiges steht auf dem Plan. Nehmt euch die Zeit, euch zu orientieren. Und nach der Pause erwartet euch was Tolles. Ihr kennt ja Moses. Immer auf dem Weg ins gelobte Land. Er ist so lustig. Leider fanden wir später raus, dass der Pastor seine Puppen des Alten Testaments auch bei Teen-Sex-Gesprächen benutzte. Nett. Viele solide Optionen heute. Ja, sicher. Ich setze auf Linda. Moment, oder Tracy? Ja. Tracy ist Heiratsmaterial. Ich nehme Kaiser aus der Liste. Linda ist größer. Tracy hat aber auch eine Spange. Metall auf Metall? Das könnte böse enden. So wird übrigens 40 Jahre später Facebook anfangen. Kaiser oder Lori? Kaiser oder Lori? Kaiser, Lori. Ich will Lori. Gute Wahl. Sie schaffte 4 Curl-Ups beim Fitnesstest. Also 3 mehr als du. Gutes Argument. Und was wäre? Kaiser ist meine. Wir wissen, du willst Kaiser. Komm schon. Was wären wir für Freunde, wenn wir sie nehmen? Im Spiel der Mittelstufenromanzen hatten Mädels immer die Oberhand. Aber dieses Mal war unser Plan gut genug, um den Spieß umzudrehen. Endlich Kontrolle zu haben. Fühlte sich super an.
Dean, wir haben eine Liste der Jungs, die wir mögen. Ihr habt auch eine Liste? Sei still. Hier die Mädels mit den Jungen, die sie wollen. Du musst uns helfen. Kann ich was sagen? Wie soll ich euch helfen? Ich bin auch ein Junge. Nicht wirklich. Du bist nicht wie die anderen. Du bist nur Dean. Nur Dean war ich auch im College. Als ich aus Liebe zu Stephanie Peters T-Shirts anprobierte, die sie ihrem Freund kaufen wollte. Das hat mich fürs Leben beschädigt. Corey mit Tracy. Spangen? Norman mit Brenda. Und Hampton mit mir. Kaiser habt ihr nicht erwähnt? Wir haben sie gefragt. Sie hat sich nicht geäußert. Sie organisiert es sich wohl selbst. Kaiser war also verfügbar. Perfekt. Ich hatte also meine Chance. Du musst nur die Jungs mit den passenden Mädels zum Film schicken. Kapiert? Kapiert. Ich gebe den Plan weiter. Entschuldigt mich. Super. Dean. Mein Baby, gut, dass ich dich gefunden habe. Ich hörte was von einer geplanten Schmuse-Session. Deine Schwester hatte recht. Im Haus des Herrn sollte man sich anständig benehmen. Deshalb suche ich die Urheber. Weißt du was darüber? Jetzt, wo du fragst. Ich hörte, ein paar wollen während des Films in den Opfergabenraum. Danke, dass du es mir sagst. Ich werde dort aufpassen. Wenn du sonst noch was hörst, sag mir Bescheid. Gut. Mache ich. Natürlich tust du das. Ich weiß, um dich muss ich mich nicht sorgen. Außer, dass ich ein unglaublicher Lügner bin. Die Mädels haben einen eigenen Paarplan. Du bist auf deren Seite? Offensichtlich bin ich das immer. Hast du ihnen unsere Wünsche überbracht? Wäre eh egal. Corey, du bist mit Tracy. Hampton, Tammy. Norman, Brenda. Tut überrascht. Das war der Moment, den ich erwartet und arrangiert hatte. Den mir eine Mädchengruppe aus der Hand genommen hatte. Hier, Dean, ich habe dir einen Platz reserviert. Charlene? Oh, nein. Ich wollte mich zu. Aber das sind unsere Plätze. Aber ich habe schon Popcorn und Bonbons. Ich mag mein Popcorn. Mit Rosinen, deins hat es auch. Komm. Sag endlich was. Damen und Herren. Ruhe und Plätze einnehmen. Dean, setz dich. Was ist, Dean? Magst du den Film nicht? Nein, es ist nur, ich sollte bei Kaiser sitzen. Nein, schon gut, ich habe Kaiser gefragt. Sie sagte, ihr wärt nur Freunde. Deshalb kannst du dich zu mir setzen. Tja, das kann ich nachempfinden. Wir machen 5 Minuten Pause. Lässt der Pharao das Volk Gottes ziehen? Ich weiß es nicht. Okay, ich gehe zur Toilette. Bin gleich zurück. Hey! Wie öde, nicht? Du hast mit Charlene gesprochen? Ja, sie fragte, ob du hier auf jemanden stehst. Ich sagte, ich glaube nicht. Warum sagst du ihr sowas? Weil du nie davon gesprochen hast. Du hast mich auch nie gefragt. Ich dachte, du freust dich, wenn jemand dich mag. Warum? Weil ich nur Dean bin? Was? Vielleicht bin ich wirklich froh, wenn mich jemand mag. Okay. Okay. Hab Spaß. Wir sehen uns beim Frühstück. Vielleicht. Frisch gebacken. Ich wollte sie bis nach dem Film aufheben. Aber du verdienst sie. Ja?
Ja, durch deinen Tipp konnte ich Kids ertappen, die im Opfergabenraum rumachten. Wirklich? Meine Lüge war also doch keine. Schaut euch Gott an. Ja, Kids sind eben Kids. Hebt euch das für Kornfelder und Heuschober auf. Da gehört es hin. Mama wuchs auf dem Land auf. Da nahm man, was man kriegen konnte. Ich hörte, ein paar Kids schleichen sich in den Chorraum. Da schiebe ich aber mit Pastor Reli fort Wache. Gut, dass du mit Charlene zusammen bist. Gute Kinder finden sich immer. Hey, noch 5 Gesetze übrig. War das nicht das Beste überhaupt? Ja, Gott versöhnt sich mit seinem Volk. Der brennende Busch hat geredet. Nicht der Film, Hampton, die Mädels. Ja, das war auch cool. Ich habe meinen ersten Kuss bekommen. Was? Was? Ja. Tammy machte einen ehrlichen Mann aus mir. Hast du Charlene geküsst? Himmel, nein. Pass auf, was du sagst. Ich wollte wegen Charlene nicht meine Kaiserchancen einbüßen. Deshalb tat ich, was jeder anständige Mann tun würde. Weißt du was, Hampton? Ich habe so viel Zeit mit Charlene verbracht. Ich glaube, ihr wärt ein total süßes Paar. Pastor Reliford würde das auch gefallen, weil ihr so viel gemeinsam habt. Gott und so weiter. Bibelzeug. Ich bin bereit, sie ziehen zu lassen. Für dich. Du sollst nicht Ehe brechen, Dean. Hast du nichts aus dem Film gelernt? Was ist los mit dir, Mann? Mit Charlene zu gehen, ist gut. Wie soll das gut sein? Weil Frauen kompliziert sind. Wenn man eine Freundin hat, wollen andere Mädchen mit einem zusammen sein. Siehst du? Kompliziert. Wäre ich du, würde ich das ausnutzen. Mach Kaiser eifersüchtig. Meine Mutter sagt, sie ist später im Chorraum. Dort halten sie und der Pastor Wache. Wir können also mit den Mädels in den Altarraum. In den Altarraum? Da war das Begräbnis meiner Oma. Sei kein Angsthase. Warten wir 10 Minuten, nachdem alle im Bett sind. Dann los. Ich war bereit, meinen neuen Plan umzusetzen. Was ist so witzig? Du bist so albern, Dean. Mein Plan, Kaiser eifersüchtig zu machen, klappte. Nichts konnte mich aufhalten. Ich liebe deine Ellenbogen. Außer meiner totalen Unerfahrenheit. Das ist dir aufgefallen. Mir fällt alles an dir auf. Wollt ihr was Tolles sehen? Ja. Klar. Macht mal das Licht aus. Gehen wir rauf, dann sehen wir es besser. Ja, das machen wir. Pass auf. Dean, du bist so ein Gentleman. Das ist so romantisch. Ja. Kann jemand uns sehen? Ist die Tür offen? Nein, nur du und ich. Warum machst du das, Dean? Ich dachte, du magst mich. Herr, hab Erb. Warum ist das Licht aus? Was soll das hier? Was macht ihr hier? Dean Jeremiah Williams. It's 1501. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Jeremiah? Oh je, was macht ihr hier? Alle ab ins Bett, wo ihr hingehört. Sofort. Los. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. War das Chaos, das wir machten, die perfekte Ablenkung für die anderen. Im Chorraum wie Wiesel rumzuknutschen. Ich riskierte bewusst Leib und Leben, weil ich gegen Moms direkte Anweisung verstieß. Aber ich musste das unbedingt tun. Die Sache mit dem Taufbecken tut mir leid.
Ich wollte dich nicht schubsen. Ich dachte, wir hatten Spaß zusammen. Hatten wir auch. Es ist nur, ich wusste nicht, dass du mich. Du weißt schon. Ich finde dich nett, Charlene. Dean, ich wusste immer, dass du Kaiser magst. Ich habe es daran gemerkt, wie du sie angeschaut hast. So, wie ich dich anschaue. Mit Glotzaugen. Ich habe keine Glotzaugen. Das kommt nur durch meine Brille. Siehst du, deshalb mag ich dich. Du bist nur Dean. Jetzt klang das, nur Dean. Nicht mehr so schlimm. Wie sich rausstellte, hatte Charlene mit dem Glotzen recht. In dem Alter war ich so auf den ersten Kuss fixiert. Aber bis heute ist es der zweite, den ich in Erinnerung habe. Last ablegen. Freunde behandeln mich nicht. Freunde behandeln mich nicht. So wie zuvor. Nachdem ich meine Last abgelegt habe. Ich weiß. Junge Männer geraten in Versuchung. Aber vom jungen Dean hatte ich das Benehmen nicht erwartet. Ich auch nicht. Aber jetzt weiß ich es besser. Pastor, ich entschuldige mich für all die Probleme. Wer hat rumgeknutscht? Klar, nur Dean. Ich versichere Ihnen, es wird nie mehr vorkommen. Ich habe einen Gürtel, der solche Aktionen verhindern kann. Okay, Baby, keine Reaktionen im Zorn. Gott wird uns zu Deans Bestrafung führen. Man sagt, Menschen planen, Gott lacht. Alle hatten Pläne für den Lock-in. Meine Eltern dachten, ich würde so meine Leidenschaft finden. Ich dachte an meinen ersten Kuss mit Kaiser. Wir hatten auf gewisse Weise alle recht. Nur nicht so, wie wir gedacht hatten. Untertitel von Michaela Will.